Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von Sheltered. Freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier spricht Lumi. Kleines Haus in Sicht. Hier scheinen Sachen herumzuliegen, die nützlich sein könnten. Was denkst du? Ich denke, das könnte durchaus der Fall sein. Und Metall ist natürlich auch schön. Nagel ist aber auch gut. Jetzt ist die Frage, nehmen wir Metall mit? Oder Wasser? Lass uns Wasser da. Bis wir zurückkommen, regnet es wieder. Da müssen wir auch schlafen und so. Wir nehmen das Metall mit. Rohstoffe sind wichtig, Freunde. Jawohl. So, und immerhin schon Tag 8. Leider noch kein Tierlein gefangen. Und es gibt nur noch 4 Nahrungsrationen, was nicht so toll ist. Aber unsere Jungs, Papa und Sohnemann, sind ja unterwegs und haben ein bisschen Nahrungsmittel in der Plastetüte. Finde ich gut, in der Plastetüte laufen die da so durchs Ödland, weißt du, das muss ich mal vorstellen. Papa mit einer Plastetüte, der kleine Sohnemann hat eine Plastetüte in der Hand und dann sammeln sie da Sachen ein. Ist schön. Es ist schön. Schon optisch. Aber steht bestimmt da noch irgendwie sowas drauf. Rewe, Aldi, Lidl, irgendwie sowas. Ja, so ein geiler Rucksack wäre natürlich wesentlich feiner. Oder wenigstens so eine schöne Umhängetasche. Die würde dem Papa bestimmt gut stehen. Und auch dem Paul. Aber noch können wir uns das nicht leisten. Es ist nicht machbar. Oh, wie geht's dem Tier? Ausgehungert. Ist bei 95. Ja, dann werden wir mal füttern. Dorothea. Genau, du wirst jetzt nächstes Mal den Anzug nehmen und den Fury füttern. Sieht so aus, als könnten wir hier fündig werden. Ja, wäre schon ganz cool. Was natürlich blöd ist, dass die Antistrahlungspillen langsam aber sicher weniger werden. Ich werde das Pferd ja auch hier unten reinstellen. Ist aber leider keine Option. Und wir haben nochmal Glück gehabt. Könnten uns auf jeden Fall den Zement noch mitnehmen, das Holz mitnehmen und noch ein bisschen was zum Handeln. Das ist gut. Wir lassen Schallplatte und Buch. Lassen wir beides hier, Freunde. Weil wir haben ja hier Spielzeug schon zum Handeln dabei. Nahrungsmittel sind wichtig und der Rest an den Rohstoffen würde ich auch nichts ändern wollen. Auch den Schutzschalter finde ich wichtig. Die Zange ist wichtig. Jo. So, Fury kriegt was zu essen und früher oder später kriegt er wieder eine Strahlenvergiftung. Da kommt was für die Falle. Das ist sehr gut. Wir werden das Ding mal schnell Kraftstoff hinzufügen. Das macht Dorothea. Und Lumi und Paul kommen zurück. Und wer ist das? Martha. Mal gucken, was die von uns will. Oder was sie uns anbieten möchte. Wir fügen hier Kraftstoff hinzu. So. Dann werden wir uns gleich mal das Tier hier schnappen. Zerlegen. Nee, die Falle nicht. Wir wollen die Falle leeren. Und da klingelt es auch schon. Na, wir warten erstmal, bis der Lumi drin ist. Da kommt er nämlich schon. Ja, ja, ich mach gleich auf, Martha, mal ganz ruhig. Oh, schade. Fast wäre es eine 8 geworden. Durchsucht Orte 10. So, wir nehmen uns alles. Wie viel Platz haben wir denn eigentlich noch? Nix mehr. Krass. Okay. Wir müssen mal ein bisschen was verbrauchen. Gasmaske für eine Rutsche reicht's noch. Gut, wir werden erstmal bestätigen. Antworten, bevor sie weggeht. Ich suche Zuflucht. Finde ich die hier? Ich bin gesund und tatkräftig. Martha. Nun ja, sie könnte natürlich mit Lumi durch die Gegend ziehen. Wahrnehmung ist nicht so gut. Charisma ist ganz gut. Stärke zum Kampf ist auch nicht so toll.
Ah, ich denke, wir sind aktuell noch nicht bereit, Freunde, jemanden aufzunehmen. Leider ist das so. So. Fallstricke leer. Die folgenden Gegenstände wurden gewonnen. 5-mal Fleisch und 2-mal... Sehr gut. Paul hat eine Lebensmittelvergiftung, weil er nicht geduscht hat. Das ist schlecht, Paul. Paul, mein Freund, das ist eine ganz schlechte Sache. Du musst duschen. So, und du kannst eigentlich mal schlafen. Ach, der ist nicht auf Auto, oder was? Jetzt ist er auf Auto, jetzt schläft er auch. Und der gute Paul geht jetzt mal duschen. Ja. Und bricht natürlich die Bude voll, das ist klar. Anzug geht zurück. Und wir gucken mal hier, 5-mal Fleisch. Sehr, sehr gut. So, wir werden auf jeden Fall mal schnell reinigen. Und hier werden wir mal gucken, ob wir uns vielleicht doch mal... Also ich bin ja immer ein Freund hier vom Aufrüsten. Ne? Wir brauchen Scharnier und Seil. Das könnte noch eine Weile dauern. Wir könnten uns stattdessen überlegen... Ah, brauchen wir auch ein Scharnier? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Für den armseligen Ofen reicht es leider nicht. So, Licht... Aber die Behelfstoilette, die wäre mal eine Maßnahme. Gute Dusche. Die brauchen wir auf jeden Fall, Freunde. Die kommt mal. Ne, warte mal. Wir machen das mal folgendermaßen. So. 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 Die können wir jetzt auch umsetzen. Das finde ich schon mal gut. Kommt nämlich das zweite Bett hier noch hoch. Mal den Putzeimer mal hier. So. Aber das zweite Bett nehme ich hier. Den stellen wir mal nach unten. Zack. Scheiße. tut mir leid. Da fehlt noch ein bisschen Übung. Und das nach 160 Folgen Sheltered. Shame on you, Lumi. So. Scheiße, jetzt ist das Bett hier. Das kommt dahin. So, Leertaste war es nämlich. Okay. Und jetzt wird die Sandra, der geht ziemlich gut, die wird mal bauen. Und zwar eine Szene. Toilette. So, Paul, mein Freund. Lebensmittelvergiftung. Kannst jetzt schlafen gehen. Und die Dusche muss unbedingt repariert werden. Da müssen wir noch ein bisschen putzen. Dann schauen wir mal, ob wir hier Grund reinkriegen. Ich finde, wir müssen die Dusche auch wieder gleich hier an Anfang platzieren. Das werden wir auch tun. Dusche ganz am Anfang. Diese Toilette könnte, eigentlich könnte Sandra mal reinigen und Lumi könnte mal das Ding da zerlegen, die Eimertoilette. Wir haben jetzt hier eine schicke. So, die Dusche muss nach oben, wenn sie repariert ist. Und die Betten dann hier so nach rechts oder sowas. Gut, Kraftstoff brauchen wir natürlich auch wieder. Wie sieht es denn aus, nahrungsmitteltechnisch? Einmal Toilette zerlegt, wunderbar. Wir haben 7. Zack, verbleibende Nutzungen 2, na immerhin. Und wir können, glaube ich, sogar uns eine Tasche machen, oder? Nee, fehlt noch ein bisschen Leder. Vielleicht kriegen wir da was von. Gucken mal. Ist gesund und munter. Gut, er muss duschen. Ihr geht's gut. Sie kann mal einen Anzug nehmen. Und wird als nächstes dann mal
Eisch 5. Falle leeren. Gucken wir mal, ob wir so eine Tasche zusammenkriegen. Ob wir mit unserem Fallstrick etwas gefangen haben? Ja, haben wir. Haben wir. Beim nächsten Regen geht's wieder raus auf Expedition, Freunde. Dann werden wir hier noch ein bisschen was umarrangieren. Ah, schade. Naja, hat nicht gereicht. Egal. Reparieren und reparieren. Er bricht noch ein bisschen. Er wartet auf die Dusche. Weil er könnte auch... Könnte er doch duschen, oder? Na komm, mach mal. So, und du musst ein bisschen putzen, bitte. Dorothea, meine Liebe. Weil dein Bruder hier alles vollbricht. Weil er natürlich unbedingt was essen musste, bevor er geduscht hat. Das ist natürlich ärgerlich, aber gut, passiert, dumm gelaufen. So, für die Tasche reicht's nicht, haben wir festgestellt. Plastiktüte ist okay. Wie viele Gasmasken haben wir noch? Wir haben noch 2. Also für einen Ausflug würde es noch reichen. Das ist auch gut so. Und hier der Kühlschrank ist eigentlich okay. Vergammeltes Nichtsfleisch 7. Der kleine Gefrierschrank. Ausgehungert. Aber wir müssen da nochmal füttern. Dann sagen wir ihr mal, dass sie als nächstes den guten Fury mal füttern soll. Müssen wir das Fleisch kochen oder können wir das roh essen? Das ist natürlich die Frage, die sich mir jetzt stellt. Weiß ich nicht. Wo ist es denn hier? 7 von 20 und Fleisch 4. Ah ja. Ne, es wird offensichtlich roh verzehrt. Aber es ist auch nichts vergammelt. Kein Gammelfleisch, alles gut. Und die Dusche ist nach einmal Benutzung wieder ziemlich arg kaputt. Verrückt. Gut, wir haben hier ein Bett. Die Dusche muss hier nach vorne. Lebensmittel hauen wir mal hier hin. Nee, das lassen wir mal so. Dorothea. Mit wem gehen wir dann jetzt auf Expedition? Das ist natürlich die Frage. Mit Dorothea? Oder mit Paul, der aber noch nicht ganz in Ordnung ist. Also Lumi auf jeden Fall. Aber wir brauchen ja auch ein bisschen Regen, bis wir wieder auf Expedition gehen. So. Er wischt sein eigenes Erbrochenes weg. So habe ich das gerne. Und Dorothea kann mal wieder ein bisschen was reparieren. Nämlich den Generator zum Beispiel. Können wir auf jeden Fall Kraftstoff hinzufügen, damit uns hier das Fleisch nicht vergammelt. So, mal gucken, dass wir den Strom hier am Laufen halten. Und dann werden wir das Ding mal reparieren. Ich weiß, wir können auch Sachen aufrüsten. Aber aktuell weiß ich nicht. Dekontamination, Haltbarkeit und Effizienz. Effizienz wäre natürlich auch schön. Aber Dekontamination finde ich auch nicht schlecht. Wenn schwarzer Regen fällt, wäre das natürlich eine coole Sache. Ich meine, unser Sauerstoff ist bei 100%, ist kein Problem. Wir müssen einmal kurz gucken. 6 Leute. Also wir müssen das auch erst erweitern. Dann können wir nämlich 6 Leute hier im Schutzraum mit Sauerstoff versorgen. Also wir können noch gar keinen aufnehmen. Bis wir das nicht hier angepasst haben. Könnten wir machen. Das Ventil hätten wir. Bin mir noch ein bisschen unsicher. Aber hier, das Ding fände ich nicht schlecht, ne? Könnten wir machen. Falls schwarzer Regen fällt, dann sind wir da ganz gut
ausgerüstet. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, Freunde. So, Paul ist immer noch vergiftet. Dorothea macht ein bisschen sauber. Vielleicht gehen Mama und Papa mal auf Reisen. Naja, ich warte auf den nächsten Regen. Bevor es nicht regnet, geht hier mal niemand irgendwo hin. Das ist das Problem. Ja, guck mal. Der Papa macht sauber, Paul. Gar kein Problem. So, wir warten auf den nächsten Regen, Freunde. Und hoffen darauf, dass Paul bald mal wieder geheilt ist. Regen an der Oberfläche. Sehr, sehr gut. Paul ist immer noch vergiftet. Das ist nicht so gut. Die Frage, wen wir losschicken. Hier haben wir noch ein Tierchen gefangen. Wie sieht's denn aus, fleischmäßig? Wir hätten Platz, glaube ich. Paul hat keine Lebensmittelvergiftung mehr. Sehr gut. Das heißt, wir können Paul und Lumi wieder losschicken. Und wir warten noch ein bisschen. Kleines bisschen warten wir noch. So, das ist alles gut. Toilette ist gut. Dusche. Das macht Dorothea. Macht noch ein bisschen sauber. Das ist auch gut. Kann die Dusche mal reparieren. Und wir gucken mal. Lumi. Noch okay. Ist auch noch okay. Ja, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt machen wir die Expedition. Terra X. Lumi. Und Paul ziehen wieder los. Und zwar machen wir unsere übliche Tour. Gehen zum Bauernhof, zur Schule, gehen zum Haus. Und gehen das Ganze hier mal ab. Und diesmal ruhig komplett, Freunde. Komplett. Tutti kompletti. Schaden 8 bis 12. Schaden 10 bis 14. Erforderliche Stärke 10. Ich weiß gar nicht, wie viel Stärke hat denn Lumi? Ja, Moment, ich guck nochmal. Lumi hat Stärke 8. Also ist wahrscheinlich das Rohr günstiger als das Holzbrett. Weil er da die passende Stärke hat. Genauigkeit minus 5. Ach so, okay. Genauigkeit nimmt hier halt ab wahrscheinlich, weil er die passende Stärke nicht hat. Gut, hier wird auch angezeigt, was das für Ausrüstungsslots jeweils sind. Das finde ich gut. Die nehmen wir wieder beide mit. Zur Sicherheit, Freunde. Das ist mir ganz lieb. Fleisch. Sollte besser zuerst gekocht werden. Ja, ich weiß. Würde ich ja gerne machen, Freunde. Aber ist aktuell nicht möglich. Wobei, er hat keine Stärke 8, ist auch Genauigkeit 0%. Also hat doch damit nichts zu tun. Okay, kein Problem. Freunde, wir gehen los mit den beiden. Sind ausgerüstet, so wie vorhin. Dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen was Gutes finden. Verbleibende Nutzung 1. Und Fleisch haben wir 4 und hier haben wir noch 5 Rationen und Juri ist mal wieder ausgehungert. Aber die Mama ist gleich wieder wach und dann wird sie den Fury füttern. Und hier müsste auch gleich wieder ein Funkspruch kommen. Wasser kommt auch rein, das ist gut. Ein Ofen. Ein Ofen wäre definitiv eine feine Geschichte, ein armseliger Ofen. Uns fehlt ein einziges Scharnier. Das ist schade. Aber es nutzt nichts. Der Ofen wird kommen. Früher oder später. Wenn wir es denn erleben werden. Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.